sogar meine Frau muss. Ich lass nirgendwo anders mehr Typs machen, außer hier. Ihr lieben Freunde, heute ist Freitag, mein Lieblingstag. Gestern kam meine Frau nach Hause und hat gesagt, wir fahren bald in die Berge, ich habe Schneeketten gekauft. Ich so, okay, Schneeketten. Ich denke, jetzt kommt das, was die meisten von euch gleich denken, Schneekettenmontage, noch nie gemacht, weiß gar nicht, wie es funktioniert. Wenn ich ehrlich bin, ich habe schon seit ewigen Zeiten keine mehr aufgezogen. Aber damit es euch nicht so geht, will der Tim jetzt euch mal demonstrativ zeigen, wie man Schneeketten aufzieht. Seid dabei und guckt mit zu. Wichtig ist, dass ihr die Schneeketten immer auf die Antriebsachse montiert. Denn nichts ist schlimmer, wenn ihr die Schneeketten aufgezogen habt, aber auf der falschen Achse. Also, wer es nicht weiß, bitte schaut, wo bei euch die Antriebsachse ist. Ganz, ganz wichtig, warum wir das auch jetzt zeigen. Übt bitte vor eurem Urlaub die Schneekettenmontage. Denn was wir jetzt hier im Warmen mit einer angehobenen Hebebühne machen, ist draußen im Kalten, im Dunkeln, bei Schneefall, ohne Handschuhe, richtig bitter. Also, ich kann euch nur empfehlen, bitte übt Schneeketten anlegen, weil es ist wirklich nicht ohne. Und nochmals Wiederholung, im Dunkeln, bei Schneefall, im Kalten, ist es dann ein richtiger Akt. Was jetzt hier beim Tim so leicht und flüssig aussieht, ist auch geübte Praxis, ist auch immer wieder wiederholen, dass der Tim so eine Schneekette locker aufzieht. Ihr müsst auch bitte lesen in der Schneekette, je nach Beschreibung, wie weit ihr dann fahren dürft mit der aufgezogenen Schneekette, um sie nachzuziehen. Das müsst ihr bitte individuell bei eurer Schneekette nachlesen. So leicht kann also Schneeketten aufziehen sein. Noch was ganz Wichtiges, § 3 der StVO schreibt vor, man darf maximal 50 km/h mit einer montierten Schneekette fahren. Ich hoffe, ihr übt schön, ihr braucht es nie, aber wenn das der Fall sein sollte, wünsche ich euch viel Spaß dabei und wenn es sein soll, einen schönen Urlaub. Macht's gut, bis demnächst. Sogar meine Frau muss zum TÜV. Ich lasse nirgendwo anders mehr TÜV machen, außer hier.